Vielen Dank fürs Einschalten. Es werden jetzt laufen, wahrscheinlich noch ein paar reinkommen. Ich fange jetzt aber gleich schon mal an. Danke vielmals, dass ihr da über den Mittag euch die halbe Stunde Zeit nehmt und euch inspirieren lasst zum Thema Solarenergie. Ein guter Miteinander für alle, die bis zum Mittag vor sich haben. Ich bin Olivia, arbeite seit einem Jahr bei My Blue Planet in der Kommunikation und werde euch heute mit der Moderation durchführen. Und genau, also mit dem Format möchten wir eigentlich einfach die Menschen über Mittag zu unserem jeweiligen Monatsthema inspirieren, etwas für den Klimaschutz zu tun. Und in diesem Monat ist eben unser Monatsthema Energie, My Energy. Und da haben wir jetzt den Professor Dr. Franz Baumgartner als Referent zu Gast und freut uns sehr, dass du da wirst uns ganz viel wertvolle Inputs geben. Professor Dr. Franz Baumgartner ist seit 30 Jahren in der Photovoltaik tätig, die meisten Zeit davon in der Schweiz. Er unterstützt My Blue Planet schon seit gut 10 Jahren mit seinem wertvollen Wissen und Inputs. Da sind wir sehr dankbar. Vielen Dank. Und ja, er hat schon viele Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchgeführt mit der Privatwirtschaft, wie zum Beispiel Solarskilift oder auch Solarfaltdach. Du korrigierst mich. Wenn ich da etwas Falsches sage. Und er ist Studienleiter für Energie- und Umwelttechnik an der ZHW in Winterthur. Genau, ja, und jetzt würde ich gar nicht mehr allzu viel sagen und ich würde ihn gerne übergehen für den Vortrag. Ich bedanke mich, Olivia, für die nette Einführung und habe vor, einige Slides zu zeigen. Die sind bei mir nachher auch auf der Webseite, also keinen Stress, man kommt an die Daten noch ran und aufgezeichnet wird es ja auch. Also danke für die Einladung. Und es geht darum, dass wir alle Chancen nutzen, die die Solarenergie bringt, wie zum Beispiel so schöne ästhetische Lösungen, wenn die Solarenergie so schön ins Dach integriert ist, wie bei Privathäusern. Der Inhalt meines Vortrags gliedert sich in CO2-Problematik. Wir werden über Kosten reden, über technologische Entwicklungspfade und dann über Wärmepumpe, Elektroautoladen, um dann im Blick auf die globalen Zusammenhänge und die Bedeutung der Photovoltaik zu schließen, in 25 Minuten, um dann zu diskutieren. CO2 bewegt nicht nur uns, sondern lässt diesen Gletscher hier in Patagonien, der 70 Kilometer lang ist, so schön langsam dahin schmelzen. Fast 0,7 Kilometer, fast ein Kilometer im Jahr. Das heißt, der Uppsala-Gletscher ist in 40 Jahren weg, 50 Jahren. Und das ist dramatisch, wenn man dort steht, ist das sowas Mächtiges und das schmilzt gerade weg. Aber auch in den Alpen. Und die Schweiz ist da nicht unbeteiligt. Dieser große Verbrauch von Erdöl, Gebäudeheizung und im Verkehrssektor hat natürlich Spuren hinterlassen, und zwar die Spuren sind in Mengen CO2. Wenn man sich das seit 1963, wo ich geboren bin, anschaut, dann ist meine Generation mit Schuld an diesem ganzen Dreck von CO2, der in der letzten Hälfte des Jahrhunderts massiv in die Atmosphäre gedrängt worden ist. Und dort ist es übrigens immer noch. Und jetzt ist die Hoffnung die, dass wir es schaffen, die Gesellschaft das CO2 zu reduzieren. Würde bedeuten, dass das Erdöl jetzt von 2020, die blaue Linie, dann bis 2030 massiv abnehmen wird. Die größte Abnahme vom Erdölmarkt überhaupt je wird jetzt passieren, um dann 2050 kein CO2 mehr aus fossilen Quellen wie Erdöl und ein bisschen später auch Erdgas, nichts mehr zu emittieren. Das ist auch das Ziel der EU. China ist auch ungefähr in der Größenordnung, will vielleicht ein bisschen später. Die Frage ist, wenn wir politisch nicht wollen, wird das nicht funktionieren. Und politisch wollen, wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückschauen, da habe ich hier links schon für einen alten Artikel von mir, eben von vor fast 20 Jahren, die Abstimmungsergebnisse: 53% Nein im Jahr 2001 zur Förderabgabe, 68% Nein zur Solarinitiative vor 20 Jahren und dort das Gleiche wie heute, es ist um 100 Franken jährlich gegangen, was den Leuten damals zu wenig war. Wenn man jetzt da anschaut, zu der Zeit war das die CO2-Emission, das folgende Jahrzehnt,
Hier von 2000 bis 2010 hat es keine massive Änderungen der CO2-Emission gegeben. Also das große Versprechen, freiwillig und so weiter, gerade im Verkehrssektor, völliges Scheitern. Und die Schweiz hat eben nicht CO2 wesentlich weniger emittiert. Später dann, durch die Energiestrategie, hat man dann im Gebäudesektor ein bisschen begonnen, CO2 zu limitieren. Und merken wir uns, schon vor 20 Jahren waren die 100 Franken im Jahr scheinbar so eine Schallmauer, wo die Mehrheit nicht bereit ist, darüber zu gehen. Und mir ist bei der Abstimmung, nachdem ich schon eben 30 Jahre in diesem Geschäft bin, gehen solche Abstimmungen nicht spurlos an einem vorbei. Man denkt nach und ich habe dieses Paradoxon, das 1:1000 Paradoxon, haben wir gedacht, nicht aus dem Kopf gekriegt. Und zwar will ich das so zusammenfassen. Zum einen sind die Leute nicht bereit, 100 Franken, die Mehrheit ist nicht bereit, 100 Franken im Jahr für ein besseres Klima zu opfern, obwohl das nur ungefähr ein Tausendstel des Haushaltseinkommens ist. Ungefähr. Also dort das Tausendstel will man nicht ausgeben fürs Klima. So viel ist einem dann das Klima nicht wert, sagt die Mehrheit. Und das war vor 20 Jahren schon so. Das ist ein bisschen deprimierend. Auf der anderen Seite sagt natürlich die Abstimmungsgegner haben gesagt, naja, dieses, was die, wenn die Schweiz einspart, das bringt doch überhaupt nichts global. Wir haben ja nur ein Tausendstel der Emissionen. Und das ist paradox. Also das Tausendstel richtet man sich immer so, wie es einem passt. Einmal will man es nicht ausgeben und dann ist es einem ja zu wenig als Nutzen. Und wenn man das anschaut, viele Abstimmungsgegner, würde ich meinen, heizen mit Fossil, also Öl und Gas. Und die, so wie die Grafik hier zeigt, die letzten 10 Jahren, der Ölpreis, das ist alles andere als sicher, der kann schon mal um 1.000 Franken schwanken, wenn man den Erdöltank füllt. Und dort sind 1.000 Franken Schwankung kein Problem, aber die 100 Franken fürs Klima sind dann zu viel. Also das meine ich mit Paradoxon. Und da glaube ich, so einfach kann man sich aus der Verantwortung nicht rausstellen, ist meine feste Überzeugung. Schauen wir jetzt Lösungen an und schimpfen wir nicht über Probleme. Und zwar schauen wir uns die Photovoltaik an. Wenn wir zum Beispiel in diesen Hofen diese schönen dachintegrierten Photovoltaiklösungen anschauen, dann ist diese schön, wenn man die Ziegel ersetzt und PV-Module drauf montiert, dann ist es ein bisschen teurer. Ein bisschen teurer heißt ungefähr 5.000 Franken teurer für so ein Einfamilienhaus im Vergleich, wenn man auf die Dachziegel so eine Aufdachmontage, das heißt auf dein Dach haut, auf die Ziegel direkt die Module drauf, da spricht man von einem Aufdach. Und dieses Aufdach ist dann für so eine 10-Kilowatt-Anlage ungefähr um die 50 Quadratmeter, wenn das Platz hat am Dach, kostet dann ungefähr 23.000 Franken. Das ist heute so ein typischer Preis. Mit den Preisen muss man immer aufpassen, ich erwähne sie aber trotzdem. Und zwar die Preise, die können um 40% schwanken, das ist so. Aber seriöse und gute Anbieter, wenn sonst keine Probleme im Gebäude da sind, ist das realistisch. Und wenn man dann noch eine Batterie dazu nimmt, um am Abend auch noch Solarstrom vom Tag zu nutzen, weil es zwischengespeichert ist, dann kann das System dann 32.000 Franken kosten. Und wenn man das jetzt sich anschaut, dann bedeutet es, dass wir Preise haben von 26 Franken bis 46 Franken. Und es hängt vor allem davon ab, wie ich es hier oben geschrieben habe, wie viel Strom verbrauche ich denn überhaupt? Wenn ich so eine 10-Kilowatt-Anlage habe, wenn ich einen Haushaltsstrom von 4.000 Kilowattstunden habe, wenn ich zusätzlich noch eine Wärmepumpe habe, habe ich 6.900 Kilowattstunden. Und wenn ich Elektroauto mit 10.000 Kilometern noch versorge mit meiner Solaranlage, dann habe ich 8.400 Kilowattstunden Verbrauch. Und wenn ich diesen Verbrauch habe, dann komme ich auch mit 32 oder eben mit 26 Rappen, je nachdem Aufdach- oder Indachsystem, weg. Und da muss man sagen, die 26 Franken sind jetzt im Vergleich zu den 21 Franken von heute ein bisschen mehr. Aber wenn man davon ausgeht, von im nächsten Jahren wird der Strompreis sich erhöhen, im Schnitt etwa 30 Rappen, dann ist es eigentlich ein gutes Angebot und die Leute zahlen gar nicht viel drauf. Wenn man einen Ökostromtarif nimmt, dann ist der oft in diesen 30 Rappen drinnen. Und der Vorteil für den oder die Personen, die das machen, ist, sie sind selber aktiv geworden und sie können nicht von Preissteigerung von Erdöl und Erdgas von hinten her überrascht werden. Und das ist gut. Man hat die Zügel selber in der Hand.
Und wir müssen, heißt es, von diesen 300 Watt installierter Leistung heute in der Schweiz, das entspricht ungefähr einem Modulmeter breit, 1,6 Meter hoch, da müssen wir noch wesentlich mehr installieren. Pro Kopf ist so ein Modul installiert und das bringt immerhin schon 5% der Stromerzeugung. Und jetzt muss man eigentlich sich überlegen, was ist Fortschritt im Kampf gegen den Klimawandel? Wir müssen immer mehr solche Module installieren. Das ist eine Lösung. Natürlich gibt es andere Varianten auch, wie Wind und so weiter, aber das ist heute in der Schweiz fast verschwindend in der Erzeugung. Wind leider muss erhöht werden. Aber wir können den Fortschritt in den nächsten Jahren eben mit dem Zuwachs uns überlegen. Bis zum Ende von diesem Jahrzehnt, bis 2030, werden wir also insgesamt dann 6 Module pro Kopf installiert haben und dann werden wir wahrscheinlich so 20%, 25% Solarstrom haben bei uns im Stromnetz. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, Deutschland ist fast doppelt so gut schon heute mit Solarstrom pro Kopf. Und wir werden es an verschiedenen Orten installieren, wie zum Beispiel hier über ein Klärbecken. Da haben wir bei uns in Winterthur eine Bachelorarbeit vor fast 10 Jahren gemacht und die Firma DHB aus dem Rheintal hat insgesamt schon 10 solcher Lösungen installiert. Das ist ein faltbares System, das bei starkem Wind einfährt. Und das heißt, Innovation basiert auch darin, wie wir die Module montieren. Eben Dach werden wir irgendwann zu wenig Flächen haben. Wir müssen auch diese Infrastrukturflächen, wie hier Kläranlagen, einfach sinnvoll nutzen. Die Schweiz hat im Schnitt ungefähr 360 Watt, wie ich vorher gesagt habe, so Modulgröße installiert. Der Thurgau beispielsweise, Nachbarkanton, der hat 490 Watt, ist ein bisschen besser, ist aber immer noch hinter den 630 Watt pro Kopf weg. Also wen es interessiert, der kann hier im pvpower.ch sich seine eigene Gemeinde anschauen, wo man da steht. Grün ist viel, rot ist schlecht. Welche technologischen Entwicklungspfade hat es jetzt gegeben? Wenn wir historisch zurückschauen, die letzten 30 Jahre, ist eines ganz einfach erkennbar. Wenn damals das Solarmodul 50 Watt geliefert hat, war ein recht ein kleines Modul, hier Größenordnung, dann sind die Module von 2020, von jetzt, also 30 Jahre später, einfach größer geworden. Die sind vielleicht 1 Meter breit, und die neuesten vielleicht 1,10 Meter hoch. Aber was enorm war, ist die Leistungssteigerung von 50 Watt pro Modul auf heute 500 Watt. Und ich muss heute nicht mehr 10 kleine Module montieren, sondern ein großes, was viel effizienter ist, auch in Kostenfragen. Die Effizienz ist gar nicht einmal so die große Steigerung gewesen, wo man immer in den letzten 30 Jahren von irgendwelchen Revolutionen in Forschungslabors gelesen hat, das war nie der Punkt. Also von 40 auf 21% Steigerung in 30 Jahren. Das war nicht der große Erfolg. Der große Erfolg war die industrielle Massenproduktion der Solarmodule und die Kostensenkung. Und diese Kostensenkung hat dazu geführt, dass wir eben heute nur mehr 20-40% der Gesamtkosten so eines Solardaches mit Wechselrichterinstallation, nur mehr 20-40% ist das Modul selbst. Das heißt, all die anderen Sachen sind wichtig, was die technologische Entwicklung anlangt. Und wir bei uns in Winter, Technikumstraße im IFE, Institut für Energie, in Fluid Engineering hier in Winterthur, haben jetzt verschiedene Montagelösungen vorangetrieben. Da zum Beispiel ein neues System, auch so ein Faltdach, ähnliches, so ein Schiebedachsystem, sind wir jetzt gerade dabei, ein Forschungsprojekt zu starten. Oder wir haben die HoloLens Augmented Reality eingeführt, hier um Anlagen zu vermessen. Hier also die Geometrie zu vermessen, um dann schnell Anlagen zu planen. Oder wir beschäftigen uns auch mit Messsystemen für große Anlagen. Bis hin untersuchen wir im Detail Batterie, Leistungselektronik und kleinere Optimizer. Und was wir auch noch gemacht haben, hier ein Projekt, das gefördert wurde vom Klimafonds der Stadtwerke Winterthur. Wir haben so vertikale, bifaziale Module montiert, die jetzt von beiden Seiten beiden Seiten Licht in Strom umwandeln können. Und damit können wir mit dem orangen Verlauf über den Tag mehr am Morgen produzieren und mehr am Abend produzieren, nur weil wir es so aufgestellt haben, fix.
Und dadurch ersparen wir uns auch einen Speicher, um diese Erzeugung mehr in die Morgen- und Abendstunden zu schieben, weil wir müssen versuchen, gleichmäßiger Solarstrom zu erzeugen. Das ist also eine einfache Variante, ist direkt beim Altenheim in der Nähe vom Bahnhof in Winterthur gemacht worden. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Solarstrom? Wir machen ja nicht zum, aus Lust und Freude, sondern er soll einen Nutzen bringen, weil sonst wäre es ja umsonst. Sonst wäre es Firlefanz und Nutzen, Wärmepumpe, Elektroauto. Die effektive Wärmepumpe einzusetzen in Verbindung mit Solar ist ein alter Hut. Deswegen habe ich hier dieses 10 Jahre alte, vom Schweizer Solarpreis vor 10 Jahren prämierte Projekt hier gezeigt. Wunderschöne Anlage hier. Und diese Anlage erzeugt mehr Strom, wie eigentlich über die Wärmepumpe verbraucht wird. Der Clou der Wärmepumpe ist das, dass ich mit einer Kilowattstunde hier oben vom Solarmodul eigentlich 4 Kilowattstunden Wärme mache. Und wenn ich ein energiesparendes Haus mit wenig Verlusten habe, dann brauche ich eben nur diese rote Fläche, um das ganze Haus eigentlich übers Jahr zu heizen. Das ist noch wichtig. Und wenn ich im Winter jetzt autonomer sein will, dann brauche ich eine größere Fläche. Die rote Fläche bedeutet, dass ich das Stromnetz als Speicher verwende. Gut, das funktioniert also super. Aber wo wir den Kampf noch gewinnen müssen in Frage des Klimawandels, ist im Mehrfamilienhaus. Und zwar ist die Faktenlage die, dass über die seit 2000, die letzten 20 Jahre, zeigt die orange und die rote Linie die Anteile der fossilen Heizungen. Das heißt, die fossilen Heizungen wurden zu 80% wieder, also 40 plus 40, 80% wieder durch fossile Heizungen ersetzt. Eine Katastrophe. Das ist kein erfolgreicher Klimakampf. Und deswegen hat Martin Neukomm, Regierungsrat im Kanton Zürich, gesagt, wir müssen 100.000 Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzen. Aber das ist bedingt, dass wir mehr Solar auf den Mehrfamilienhäusern installieren müssen. Wir müssen Wärmepumpen installieren. Und der nächste Schritt, der dann noch teurer ist, wie das oben ist, ist die Gebäudesanierung, energetisch sanieren. Und mit städtischen Nahwärme-Kältenetze muss sich auch die Gemeinde, die Kommune da einbringen in diesen Klimawandel und der vor allem im Mehrfamilienhaus entschieden wird. Und parallel zu der Veranstaltung lanciert jetzt MyProPlanet mit Martin Neukomm auch die neue Solarkampagne. Wir haben bei uns im Labor in Winter in der Technikumstraße solche Batteriesysteme auch vermessen. So über den Tag spielen wir dann so einen Ladevorgang durch. Das Messobjekt ist im Labor. Wir speisen DC-Spannung ein, das eigentlich der Einstrahlung entspricht. Grün bedeutet, da wird die Batterie mit Solarstrom geladen. Orange bedeutet, zu Mittag habe ich sehr viel Solarstromproduktion. In dem Fall zu Mittag verbrauche ich hier ein bisschen weniger, nicht ganz so viel Strom. Und aus diesem Grund wird hier zu dem Zeitpunkt, so um 12 rum, der Großteil des Solarstroms ins Netz eingespeist. Und zwar, weil hier die Batterie schon voll ist, das ist ein Sommertag, muss nicht immer so sein, hängt von der Jahreszeit ab. Und dann am Abend wird die Batterie hier wieder entladen. Wenn nämlich die Sonne untergeht, orange Linie geht zurück, dann übernimmt die Batterie die Versorgung des Hauses. Und da muss man auch die Geräte vom Fachbetrieb sich dann anschauen lassen. Oft haben die 2 Kilowatt oder 4 Kilowatt Begrenzung. Da kann man dann große Leistungen in der Nacht oder am Abend dann nicht mehr bedienen. Oder man muss sich ein entsprechendes Gerät oder Leistungselektronik-Wechselrichter dazu schon von Beginn an kaufen. Und bei solchen Tests findet man dann auch vielleicht mal solche Steuerungssachen, die dann von einem Prototyp für die Endversion dann optimiert werden. Also das machen wir bei uns im Labor und die größte Untersuchung ist die Stromspeicherinspektion in Deutschland. Das sind alle Geräte, die es international zu kaufen gibt, gelistet. Und wir sind in der Schweiz das einzige Institut, das hier auch noch diesem Standard testet. Es ist der TÜV in Deutschland, das KIT und in Österreich das AIT. Die machen hier auch die Tests und die Ergebnisse sieht man hier. Wir haben bei uns von Energy Depot, das ist ein Speichersystem, das hat hier den Platz 3 belegt, was super ist. Und die Firma sitzt im dritten Platz hier in Kreuzlingen, im Thurgau, hat auch in Deutschland eine Entwicklung. Aber es ist schön, es hat zumindest Schweizer Wurzeln.
Und wenn wir jetzt sagen, das eine ist jetzt schön, was kann ich mit so einer Batterie machen? Und ich habe hier mein Elektroauto zum Beispiel bei Energy Depot in Kreuzlingen, hier beim Privathaus vom Roland Burkhardt, mit 11 Kilowatt geladen. Und da haben wir das wirklich ausprobiert. Er hat das Haus komplett vom Stromnetz getrennt. Es hat hier im Inselsystem gearbeitet, komplett in dem Fall kurz vorher ausgeschaltet. Und ich habe mit 11 kW mein Elektroauto geladen. Wir müssen natürlich in Zukunft schauen, dass wir das nicht nur beim Einfamilienhaus machen können. Wir müssen erreichen, dass beim Arbeitgeber, bei Supermärkten, bei diesen großen Parkplätzen, die es überall gibt, dass wir oben PV drüber kriegen, Solarmodule drüber und dann immer, wenn das Solarmodul oder das Elektroauto dort steht, dort lädt. Schöne Lösung ist dieses Faltdachsystem im Appenzell, wo man schön die Verbindung von Solarstrom und Elektromobilität. Nur dann ist das Elektroauto kein Fake und wirklich ökologisch sinnvoll. Ich muss immer dazu erwähnen, die Bahn ist natürlich die bessere Lösung ökologisch. Aber sehr oft in ländlichen Gebieten, übrigens auch dort, wo der Klimakampf in der Abstimmung verloren wurde, ist das Elektroauto noch die bessere Lösung. Wie der fossile Verbrenner logischerweise. Und die Firma Crosswind, die sitzt jetzt gerade hier im Technopark in Winti, da ist auch die Firma Crosswind, tätig und sie hat jetzt so ein individuelles Map gemacht für Region, wo man für jede Gemeinde sieht, wie schaut denn das Verhältnis jetzt aus von Solarerzeugung zu Elektroauto-Anzahl in der Gemeinde. Weil im Prinzip müssen wir schauen, dass es sehr häufig grün ist, also wir müssen dort, wo wir die Elektroautos haben, müssen wir auch viel Solar zum Laden dieser Autos verfügbar haben. Und in Zukunft, wenn wir mehr Elektroautos haben und mehr Solarenergie, wird dieser SEV, das ist nicht SUV, sondern Solar Electric Vehicle Faktor, der wird dann bedeutender werden. Und das heißt, wenn ich so ein Elektroauto mit 11 Kilowattstunden laden will, um täglich 50 Kilometer zu fahren, brauche ich eine Solaranlage. Dort muss ich 12 Kilowattstunden zum Beispiel in die Batterie einspeisen und dann kann ich entscheiden, hole ich den Solarstrom tagsüber, also ohne Batterie direkt ins Auto. Das geht nur, wenn mein Auto zu Hause ist, vielleicht für einen Zweitwagen. Aber wenn mein Auto beim Arbeitgeber ist, dann muss ich es zwischenspeichern und lade es dann mit der Nachtladung den Solarstrom in mein Elektroauto rein. Fazit ist eigentlich spannend, dass dieser Anteil vom Solarstrom, auch wenn ich ihn mit sehr hohen Kosten von 45 Rappen, sehr hoch, weil ich sage, ich brauche einen großen Speicher. Sie haben vorher gesehen, ich habe eigentlich gesagt, eigentlich 40 bis 26 Rappen kostet die Kilowattstunden, wenn der Speicher nur 10 Kilowattstunden ist. Aber wenn ich einen größeren Speicher habe, je nachdem wie viele Kilometer ich habe, sind das nur ungefähr ein Zehntel meiner Gesamtkosten des Elektroautos pro Kilometer, ist eigentlich der teure Solarstrom, nur ein Zehntel. Und das ist ja Good News, dass wir eben ökologische Mobilität, da sind die 45 Franken nicht so teuer. Die 30 Rappen sind, wenn man aufs Geld schaut, oder 40 Rappen, ist natürlich dann schon das Doppelte, wie wenn ich von der SBB ein GEA habe, zweiter Klasse. Muss man immer dazu sagen. Aber in Zukunft werden wir vielleicht auch mit der Elektroautobatterie auch das Haus versorgen. Wir entwickeln bei uns hier in Winti auch so eine Kombination von einem Carport, wo wir vertikal bifazial und grün Gewächs kombinieren wollen, dass man ein bisschen auch Grünes auf den Parkplatz bringt. Und wie schauen jetzt die Trends aus in Zukunft? Weil wir müssen bald zum Schluss kommen. Und zwar hat die Lobbyvereinigung der Öl- und Gas- und Nuklearindustrie, das ist die Internationale Energieagentur, eigentlich im letzten Herbst einen revolutionären Ansatz gemacht, der fast diametral zu allen Aussagen der Jahrzehnte davor ist. Sie haben ein Szenario vorgestellt, wo die Welt eben 2050 die CO2-Emission einspart, in dem Szenario Zero Emission. Und das ist jetzt nicht nur ein Szenario gewesen, sondern am 14. Juni, das ist noch nicht so lang her, haben die G7-Leader das verabschiedet, diesen Net Zero 2050 Plan. Und das bedeutet,
dass dort die Solarenergie 2050 der wichtigste Strom- und Energieerzeuger ist, gefolgt von Wind. Also global ist die Solarenergie the king of electricity, sagt nicht Greenpeace, sagt nicht My Blue Planet, sagt auch nicht ich, sondern sagt die Internationale Energieagentur. Das ist positiv. Also dieses Umdenken und auch das Potenzial dieser erneuerbaren Energien, wo vor 10 Jahren, kann ich mich an Diskussionen mit großen Energieversorgern in der Schweiz erinnern, da hat man die Solarenergie verlacht als Nebenschauplatz mit 5% Potenzial. Die Entscheidungsträger sind mittlerweile aufgewacht oder sind aufgeweckt worden. Und schön ist, dass wenn wir vergleichen, wo stehen wir, aktuell haben wir 700 Gigawatt weltweit, das ist das Gelbe hier installiert. Wir haben auch viel mit Bioenergie, wir haben Windenergie und Wasserkraft. In der Schweiz haben wir 3 Gigawatt, also 1 zu 230 ist das Verhältnis, 0,5% der weltweiten Solarzellen ist in der Schweiz. Und wir müssen in der Schweiz in den nächsten Jahren und vor allem in diesem wichtigen Jahrzehnt, wo wir das Erdöl abschalten müssen und massiv zurückfahren im Markt, wir müssen massive Marktverluste, müssen die fossilen Energieträger in der Schweiz in diesem Jahrzehnt haben, wenn wir einen Klimaerfolg haben wollen. Und das müssen wir aufwiegen mit viel mehr Windenergie, das ist halt weniger als ein Promille, also ein Zehntel Promille, das ist nichts. Und wir müssen mehr als 0,5% zubauen in Zukunft, um den Verbrauch der zukünftigen Elektroautos und vor allem Wärmepumpen und den anderen Stromverbrauch zu decken, weil Kernkraftwerke sollen ja spätestens 2035 auch abgeschaltet werden. Und da ist Deutschland wieder weiter. Die haben nächstes Jahr und dieses Jahr werden die letzten abschalten, die letzten Kernkraftwerke. Die haben Nägel mit Köpfen gemacht und das Licht ist in Deutschland nicht ausgegangen bis jetzt. Wir müssen also das, der Kampf in diesem Jahrzehnt ist der wichtigste im ganzen Klimaprozess. Dieses Jahrzehnt entscheidet, ob wir es 2050 schaffen. Und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Wir in Vinti bilden Fachpersonen aus. Ich bin Studiengangleiter Energie- und Umwelttechnik. Ich kann die Jungen nur motivieren, nicht zu jammern, sondern anzupacken. Und wir haben sehr viel engagierte Studierenden, die mir Freude machen und mir auch Hoffnung geben, weil die Jüngeren müssen es packen. Ich habe gezeigt am Anfang, meine Generation hat den Dreck eigentlich rausgeblasen, leider. Wir machen Weiterbildungskurse. Fazit, also auch für Leute in der Praxis draußen. Fazit, wir müssen mehr zubauen, ist die höchste Priorität. Wir müssen anwendungsnahe Innovationen machen, nicht irgendwo im ETH-Elfenbeinturm, sage ich mal ganz böse, nichts gegen die ETH, aber wir müssen anwendungsnahe Projekte, und da können die Fachhochschulen viel helfen, mit Industrie zusammen machen. Wir müssen Fachpersonen ausbilden, die den Wandel effektiv machen und auch machen wollen, nicht andere dazu zwangsverpflichten. Die Jungen wollen das und die treiben und ziehen auch besser. Und in Zukunft, viertens, werden wir Firmen haben, die Elektroauto, Ladestation und den Speicher und die Wärmepumpe und die Solaranlage gemeinsam eine Firma installieren. Die werden Gewinner. Und wenn dann ein Gasheizungsinstallateur sagt, das kann er nicht, dann wird er am Markt Probleme haben. Und wir werden in der Schweiz eine Riesenchance, auch die Pumpspeicher für die täglichen Solarstromspeicherung nutzen. Und warum? Immer nur mit Nachtstrom das Wasser in die Speicherseen hochpumpen. Das kann man ja auch zu Mittag mit Solar machen. Und der Steuerzahler und die Allgemeinheit, der Stromkunde, hat die Pumpspeicher über die letzten Jahrzehnte schon finanziert. Die haben jetzt für die Solarenergie zu arbeiten, könnte man ganz frech fordern. Sechstens, ohne Investitionen geht gar nichts. Nur zu jammern reicht nicht. Und damit bin ich eine Minute Verzögerung dann doch fast pünktlich zum Ende gekommen und nutzen wir die Chance der aufgehenden Sonne. Dankeschön und ich gebe jetzt zurück an Olivia und bin gern für Fragen verfügbar. Wow, danke vielmals, Franz, für den spannenden Vortrag. Jetzt würden wir es eigentlich gern öffnen für euch alle, wenn ihr Fragen habt. Sehr gern jetzt stellen. Irgendwelche Zusatzfragen an Professor Dr. Franz Baumgartner sind, dann wäre er jetzt noch für euch da. Ja, ich hätte ganz einen Haufen Fragen, aber ich beschränke mich jetzt ein bisschen. Wie ist mit den Rohstoffen für die Module? Also Silizium und so weiter ist ja auch immer ein Thema. Mhm.
Man muss unterscheiden bei den Rohstoffen, die klingen so ähnlich, aber Silizium und Lithium ist was anderes. Also Silizium wird aus Sand, aus Quarz, eigentlich SiO2 gewonnen und da sind die Rohstoffe null. Es gibt keine Limitierung. Für Solarzellen gibt es keine Limitierung. Es gibt ein Limit bei diesen Kontakten, die Frontseite der Solarmodule, da gibt es so silbrige, dünne Leiterbahnen, die sind in den letzten 20 Jahren auf ein Viertel immer dünner geworden. Wir brauchen ein bisschen Silber für den Frontkontakt, das ist limitiert, aber ist wirklich keine Begrenzung für Speicher mit Lithium. Da gibt es ein Limit, aber das wird in den nächsten 15 Jahren sicher nicht erreicht. Und zweitens, es wird, wie gesagt, Speicher. Mich ärgert immer, wenn man immer sagt, wir wollen das Klimawende voranbringen und dann redet man nur für Speicher und Netze. Was wollen wir speichern, wenn die Schweiz viel zu wenig Solarstrom produziert? Zuerst mal kümmern, alle Hände anpacken, damit wir mehr Solarmodule installieren und dann können wir 2035 über Speicher reden. Vorher braucht man nicht über Speicher. Vorher braucht man keine Millionen und Milliarden schweren Forschungsprojekte mit Speicher starten. Okay, vielleicht gerade noch eine Anschlussfrage. Früher ist definiert worden der 30-Grad-Winkel von dem Modul. Heute redet man auch von ganze Fassadenfronten zu installieren. Hat das nur noch zusammen mit dem Wirkungsgrad oder hat es auch zusammen mit der Entwicklung der Zellen? Die Zellenentwicklung hat damit nichts zu tun. Vor 30 Jahren, wie ich in der Photovoltaik begonnen habe, war die erste europäische Konferenz in Freiburg, 1989 war das, ein bisschen mehr als 30 Jahre. Und dort hat die Stadtwerke Aachen haben dort fassadenintegrierte Photovoltaikanlagen vorgestellt. Das EKZ in Dietikon hat in einem der Gebäude, wo das Wasserkraftwerk ist, auch ungefähr in der Zeit schon die ersten Module in die Fassade integriert, ein paar wenige. Das ist ein alter Hut. Fassaden werden ein bisschen überschätzt. Dort gibt es nicht so viel Solareinstrahlung. Wenn wir Südfassaden hätten, wären sie optimal, um vor allem im Winter, wenn die Sonne flach ist, Strom zu produzieren. Das wird also wichtig sein, aber die Lösung der Klimaproblematik liegt nicht in der Fassade. Die liegt am Dach, am Flachdach und auf Infrastrukturflächen. Größenordnungsmäßig in den Fassaden ist vielleicht ein Viertel des Potenzials. Und wenn man Infrastrukturflächen dazu nimmt, noch weniger, nur ein Fünftel. Okay, ich bin eben aus einem Kanton, wo relativ viel Schnee hat. Und dort ist immer das Problem von den Flachdächern, dass ja, man dort, muss freischaufeln muss, oder? Ja, dort würde ich empfehlen, das, was ich vorher gezeigt habe, die vertikalen bifazialen Module, da hat Solarspar, mit denen wir auch Projekte gemacht haben, eben in den Alpen Anlagen gemacht und wenn ich das vertikal montiere und ein bisschen höher, praktisch über der Schneehöhe typisch, habe ich auch kein Problem, dass der Schnee abrutscht, weil der ist dann gar nicht drauf. Also dort dann eher vertikal montieren, auch auf dem Flachdach, wie ich es vorher gezeigt habe. Okay, danke schön. Bitte. Ja, ich habe mir gedacht, das sind noch mehr Fragen. Sie haben gesagt, Sie haben so viele. Ja, wenn ja. Inzwischen noch Fragen sind, gerne so, wieder Fragen. Die andere. Okay, super. Okay, hat danke. Hat jemand anders noch eine Frage? Und Sie können mir auch jederzeit über immer E-Mail schreiben oder Kontakt aufnehmen. Ich bin ja in Technikumstraße hier in Winterthur, auch nicht aus der Welt. Und vielleicht gibt es ja in den nächsten Monaten wieder mehr Möglichkeiten, sich so bei Anlässen und Vorträgen auszutauschen. Ja. Ich hätte gerne eine Frage, wie sicher eigentlich die Solarpanels sind von Hagel. Also manchmal hagelt es ja wirklich so Steine und ich frage mich immer, sind die geschützt oder ja, können die kaputt gehen? Das mit dem Hagel ist auch schon 30 Jahre alt. Also es gibt Zulassung, IEC-Zulassungsnorm für Solarmodule. Und dort ist der Hageltest drin. Und da wird so ein Hagelkorn wird beschleunigt mit ungefähr 150 km/h und aufs Glas des Solarmoduls frontal draufgeknallt. Und in diesem Bauartprüfung, sozusagen bei dem Test, bei dem IEC-Test, wird, das steht dann im Datenblatt drinnen, dass das diesen Test erfüllt hat. Und nur diese Module, die diesen Test erfüllt haben, werden eigentlich in der Schweiz verkauft. Jetzt kann man, wenn man besonders viel Angst hat vor dem Hagel, kann man sich noch spezielle verstärkte Gläser beschaffen. Aber eigentlich ist das in den meisten Fällen nicht notwendig. Ist eigentlich seit 20 Jahren im Griff. Okay, danke vielmals.
bitte. Wie man sich gerade noch eine letzte Frage. Oh, Entschuldigung. Hunderte Millionen Solarmodule sind weltweit im Betrieb. Also es sind nicht ein paar wenige. Und da ist schon viel Erfahrung positive gemacht worden. Super. Wenn noch eine letzte Frage ist, würden wir die noch nehmen. Und ansonsten darf ich ihn eben auch gerne kontaktieren, wenn es noch weitere Fragen gibt. Genau. Reto, hast du noch eine Anschlussfrage gehabt, die du noch dringend loswerden willst? Ja, es gibt diverse. Wieso hat eigentlich das E-Bike keine Solarzellen? Also für mich ist jeder E-Biker, der eigentlich Strom verbraucht, teilweise sinnvoll oder sinnloserweise, müsste eigentlich seinen Strom auch selber produzieren, als müsste man auch die Installationen einerseits bereitstellen oder beim Kauf sagen, ich kaufe ein Velo und kaufe gleichzeitig das Modul dazu. Also ich bin Ingenieur und wenn man, da muss man schon die Größenordnungen richtig einschätzen können. Bevor man da jetzt einen Shitstorm über E-Velos loslässt, das würde ich nie unterschreiben, weil der Strom aus den E-Bikes faktisch kaum eine Bedeutung hat. Wenn ich ich habe 500 Watt, ich habe vielleicht eine Kilowattstunde. Wenn ich mit einer Kilowattstunde kann man hunderte Kilometer fahren und Haushalt verbraucht in der Schweiz 5000 Mal so viel. Also das wären 5 Millionen Kilometer. Nicht? Also da muss man eben am Boden bleiben. Es gibt Wichtigeres, da würde ich jetzt nicht, das würde ich gar nicht groß kommentieren. Ich würde mich jetzt verabschieden wollen und freue mich, dass ich jetzt noch den letzten Rest von der Solarkampagne von Martin Neukamm und MyBluePlanet drüben im Superblog mitkriege, das jetzt nämlich zeitgleich gestartet ist und es wird demnächst sicher auch in der Presse kommuniziert, was heute dort vorgestellt worden ist, damit im Kanton was weitergeht mit Solarenergie. In diesem Sinn, Verantwortung wahrnehmen, selber anpacken, selber investieren, andere zum Investieren ermuntern. Alles andere ist nur Geschwätz, würde ich sagen. In dem Sinn, heute toi, bleiben wir dran. Und das nächste Mal die 2% auch noch überzeugen bei der Abstimmung, dann klappt es beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für die Einladung und sage einen schönen guten Tag. Danke vielmals fürs Dasein und noch ganz einen guten Tag. Danke, tschüss. Tschüss. An alle anderen, auch euch, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, das Format, wir haben am 12. Juli das nächste Climate Lunch and Learn. Grundsätzlich haben wir das immer am 12. im Monat, am 12.12. Das mal ist eine Ausnahme gewesen, eben genau wegen dem Launch von der Solar Action Kampagne. Wenn ihr dort mal reinschauen wollt, geht auf solaraction.ch und schauen wir mal ein bisschen, was dort alles passiert. Genau, nächsten Monat ist es das Thema My Bike. Also es dreht sich alles um Mobilität und vor allem Velo. Und wir haben uns freuen, wenn wir dann wieder dabei sind. Und ja, wenn ihr gerade selber aktiv werden wollt, gibt es noch weitere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel die Climate Actions App abladen und dort drauf schon eure erste Energie-Challenge starten und auf erneuerbare Energie umsteigen. In dem Sinn, euch noch einen guten und danke vielmals fürs Tipp.